So, Leute, willkommen zurück zu Spelunky 2. So, war noch nicht im richtigen Fenster. Jay und ich, wir nehmen die Abkürzung nochmal. Wir versuchen heute ein Reittier zu bekommen. Aus dem Vulkan. Weil der Vulkan halt. Okay, das hat besser geklappt, als ich dachte. Er ist nicht tot. Ihm geht's gut. Wahrscheinlich. Das war nicht ganz so clever, was ich da gemacht habe. Weil das kann sein, dass ich mir jetzt den Weg verbaut habe. Nicht zwangsweise. Wenn es nicht als Ladendiebstahl zählt, was ich hier mache. Ja. Ich hab's probiert. Wow. So, kann ich mir. Nee, ich kann mir. Ich hab so wenig Geld, ich kann mir nicht leisten. Der Kerl lässt immer seinen Stein fallen. Und der Stein kann mich umbringen. So, du sollst eigentlich bloß aus dem Weg gehen. Hier ist dieser Bohrer, von dem ich nicht weiß, wie er funktioniert. Okay, weiter runter, da wäre ein Opferaltar gewesen. Alles der Reihe nach. Wir haben hier alle Zeit der Welt. Ist der Ausgang und ich glaube, den nehmen wir auch direkt. Echt, das Skelett greift mich nicht an. Hätte darauf wetten können, dass wir ein Stück von mir. Okay, was gibt's hier? Ach, der Seilladen. Okay. Hier gibt's halt dann auch nur Seile. Ich hasse es. Ich hasse diese Lavagrube. Etwas mehr Geld schadet uns nicht. Okay. Ja, da will ich nicht lang. Okay, befreien wir noch den zweiten Typen. Okay, das ist hier halt eine perfekte Situation. Tut mir auch leid für alle, deren Leben ich jetzt geklaut habe. Okay. Ja. Die ersten sind schon wieder verschwunden und er ist jetzt halt noch da. Okay. Wie genau ist das hier gedacht? Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber es gibt keinen Weg, der zum Ausgang führt. Ist hier irgendwas gesprengt worden, was nicht hätte dürfen? Es sieht fast so aus. Fuck, ich habe gedacht, ich kann vielleicht noch springen. Schade, ich hatte wieder den Blutkelch. Ich meine, klar, er hätte mir wahrscheinlich jetzt nicht so viel gebracht. Aber Blutkelch. Uchi, wir gehen. Ja, ist mir eigentlich egal, was da hinten abgeht. Und wenn
wenn mein einer Typ stirbt, dann nehme ich halt einen neuen. Oh, fuck. Ja, gut, das war dumm von mir, dass ich da das Leben verloren habe. Ich lebe. Soll ich da drüben den goldenen Schädel einfach klauen? Wenn ich schnell bin. Ich meine, jetzt habe ich ordentlich Kohle. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so verwerflich, was ich hier... Hier komme ich nirgendwo durch. Ich werde wohl hier rum müssen. So. Das da hätte ich gerne... Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel ausgeben. Nee, Pochi, ich muss dich da leider enttäuschen. Hier ist ein Ausgang. Weiter unten ist noch ein Ausgang. Ich hätte mir die 12 Bomben kaufen können und gucken können, ob ich runtergraben kann. Aber dafür muss man bestimmt den Bohrer in Betrieb nehmen können. Um das zu machen. Dass diese Lava-Viecher die Roboter nicht zum Explodieren bringen, ist ja schon irgendwie merkwürdig, ne? So, letzte Ebene. Und ich brauche ein Reittier, das heißt, ich werde mir auf jeden Fall den Truthahn mitnehmen. So, Angst vor dem scheiß Höhlenmenschen. So. Ich werde ihn nicht opfern. Oh Gott, das war dumm. Okay. Ich werfe ihn nicht weg. Ich höre Monty. Glaube ich zumindest. Aber ich war noch nie so nah dran, mit einem Reittier hier durchzukommen. Also entschuldige, Monty, aber... Nein. Schnell, 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 schnell. Okay, wir sind mit Reittier durch. Süßer Truthahn, kann ich den haben? Ja. Danke, ich kann es kaum erwarten, die Abkürzung zu beenden. Oh, Halleluja, wir haben die Abkürzung. Oh, die Krabbe spuckt mit Säureblasen. So, ich habe mein Geld. Das ist alles, was ich wollte. Okay, fliegende Fische. Ja.
geht da hoch. Brauche ich überall meine Seile? Oder wäre hier irgendwo anders der Schalter? Sehe ihn gerade nicht. Aber links sehe ich den Schalter auch nicht. Achso, der ist hinter dem Lampignon. Okay. Alles gut, alles gut. Da ist noch so eine Bodenfalle. Hier ist echt alles voll mit Fallen. Was gibt's hier denn so Tolles, dass man alles mit Fallen zupflastern muss? Oh Gott, den habe ich wütend gemacht. Und besiegt. Weiß nicht, ob ich die Typen da überhaupt befreien will. Schnell durch. Oh. Punk-Si, eine von Kingos berühmten gepanzerten Wachen. Seine Klauen können mit Leichtigkeit Holz und Stein zerschmettern. Und meine Bombe hat nicht gereicht, um ihn zu besiegen. Wow. Wir gehen mal kurz ins Lager zurück. Weil wir haben ja jetzt die Abkürzung frei, tatsächlich. Okay, aber mit 4 Bomben komme ich hier nie im Leben durch, oder? Ich glaube, nein. Auch wenn wir Ruhe haben. Percy! Komm, Percy. Ja, gut. Bin an dieser Falle nicht vorbeigekommen. Irgendwie interessiert es mich schon, aber warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht genau einen Block nicht. Mit 5 Bomben, die ich straight nach unten mache, käme ich sogar durch. Oh, super. Gut, lief gut. Ich will das jetzt mal testen. Ob ich mich verzählt habe. Wenn ich mich verzählt habe, ist es halt so. Weil das sieht gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe mich verzählt. So. Ginge theoretisch noch weiter runter. Tempel des Anubis, ein gewaltiges Grabmal, das von mächtigen Pharaonen gebaut wurde. In den Wänden sind die Geschichten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingeschnitzt. Moment, jetzt interessiert mich aber mal 6 von 16 Orten. Okay, da ist noch ein Gebiet dazwischen eigentlich. Ein unablässiges Summen, das macht mir ein
ganz klein wenig Sorgen. Das da ist doch garantiert eine Falle, ne? Natürlich. Malmfalle. Ein massiver Steinblock, der von Pharaonen entwickelt wurde, um eventuelle Grabräuber zu plätten. Oh, wen haben wir denn da? Valerie Crump. Ein begeisterter Musik- und Videospielfan. Sie versucht durch Reisen kreative Inspiration zu finden. Okay, da oben ist Cleopatra mit ihrem Laserblick. Es gibt hier Teleporter. Okay, das scheint einfach nur Deko zu sein. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, was hier nur Deko ist. Anubis, dieser legendäre schakalköpfige Gott, hat die Aufgabe, die heiligsten Schätze im Tempel zu bewachen. Außerdem hat er eine Biene dabei. Okay. Oh, ja. Nicht mit ihm anlegen, schon verstanden. Ich weiß nicht, wir können ja im Wechsel machen. Ich mache jetzt noch einmal hier das Wassergebiet, aber irgendwie gefällt mir das Wüstengebiet, das Ägyptengebiet viel, viel mehr. Bin nicht in die Falle gelaufen. So. Fliegende Fische. Ein seltsamer nervenkitzelsuchender Fisch, der sein Element verlässt, um aus Lebendnahrung zu fressen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da sind ein paar Unentdeckte. Landnahrung zu fressen. Nicht lebend. Oh, ups. Das wollte ich nicht, aber eventuell gar nicht mal so verkehrt. Raus hier. Okay, ich käme da drüben rein, ich weiß aber nicht, was ich da wollen würde. Ein Axolotl. Okay, ich schätze mal, das ist seins und nicht meins. Ah. Ihr könnt mir alle gar nichts. Blöd, jetzt habe ich halt keinen Kompass. Warte mal. Das Schwert kann ich doch bestimmt aus dem Stein ziehen, oder? Offenbar kann ich das nicht. Okay, da brauche ich bestimmt irgendwas für. Das ist der Unterwasserbereich. Oh. Ja. Da oben ist der Ausgang. Okay. Also ohne Kompass hier Ausgänge zu finden, ist wirklich schlimm. Mehr Schaden, als ich Leben kriege. Also ich muss echt sagen, das Gebiet hier hat Feuer. Auch wenn es eher wasserthematisch ist.
finde es echt nicht einfach und ihr merkt vielleicht, wie angespannt ich hier in dem Gebiet bin. Einfach weil es... Ja, es ist... Oh Gott. Sagst du nicht gern, mein Freund, aber du hast es dir verdient. Dass du so aggressiv mir gegenüber bist. Okay, wie mache ich das? Dümmsten. So. Okay. 4-3 abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt auf 4-4. Oh, verdammt, die fallen ja wieder runter. Dämlichen Assassinen. Ah, ja, gut. Monty ist jetzt nur noch Deko. Nein, da war der Ausgang. Ich hätte es fast rausgeschürft. Na gut, Leute. Ihr lasst mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Spelunky 2. Bis dann. Euer Wolf.